Ein Rabbiner fliegt im Flugzeug eine sehr, sehr lange Strecke. Und während des Fluges, wie es üblich ist, man bringt Essen. Er als Rabbiner hat glatt koscheres Essen bestellt. Und man bringt ihm das Essen. Und neben ihm sitzt noch jemand anderer, ein anderer Jude sitzt neben ihm. Und auch er bekommt ein Essen, aber er bekommt ein ganz normales Essen, unkoscheres Essen. Nun, der Rabbiner schaut ihn an, lächelt ihn an und sagt ihm, du weißt, man kann um denselben Preis kann man auch koscheres Essen bestellen. Und er schaut den Rabbiner so an und sagt ihm, ja, ich weiß, und trotzdem mit Absicht nehme ich unkoscheres Essen. Der Rabbiner war erstaunt, mit Absicht und noch dazu mit so einer Attacke. Und der Rabbiner lächelt ihn an und sagt ihm, wieso? Sagt er, ja, ich bin böse auf Gott. Böse auf Gott, wieso denn? Er streckt seinen Ärmel auf und zeigt ihm eine Nummer, die auf seiner Hand tätowiert ist. Er sagt, ich war im Konzentrationslager. Und ich habe in der Shoah meine ganze Familie verloren. Frau, Eltern, Tanten, Onkels, alle sind verloren gegangen. Ich habe nur einen einzigen Sohn, einen 8-jährigen Sohn gehabt. Das war meine letzte Hoffnung. Und ich dachte mir, lieber Gott, ich habe gebetet, lieber Gott, bitte, ich habe schon alles verloren. Lass nur diesen einen Sohn, lass mit mir bleiben. Kurz gesagt, die verfluchten Nazis, sie haben es auch gern gehabt, mit den Juden zu spielen. Sie haben sie alle auf ein Feld gelassen und haben gesagt, so, jetzt, wir geben euch eine goldene Gelegenheit, in Anführungszeichen, für sie goldene Gelegenheit. Ihr könnt jetzt laufen durch das Feld. Die Soldaten stehen hinten und wir werden auf euch schießen. Wir geben euch ein paar Sekunden Zeit zum Laufen und dann beginnen wir zu schießen. Derjenige, der es geschafft hat, in den Wald reinzulaufen, er ist frei und kann weiterlaufen. Wer nicht, dann nicht. Das war für sie so ein Spaß. Und sie haben diese paar Sekunden geben, um zu laufen. Der Vater, er erzählt jetzt, ich halte meinen Sohn. Und er sagt seinen Sohn, sagt ihm, hör zu, egal was passiert, wir müssen zusammenbleiben. Lass ja nicht meine Hand aus. Wir werden laufen, ganz schön, und Gott wird uns helfen und wird uns davon befreien. Tief im Herzen betet er wieder an Gott, sagt, lieber Gott, wenn jemand sterben soll, dann soll ich es sein. Aber lass den einen Sohn, lass ihn leben. Und der Gong kommt, sie beginnen zu laufen und laufen mit voller Kraft und er haltet die Hand von seinem Sohn fest und sie hören plötzlich Schießereien von links, von rechts. Er sieht, wie seine Freunde plötzlich umfallen und sterben, einen nach dem anderen. Und sie laufen mit voller Kraft, doch vor lauter Panik, er lässt die Hand aus, sein Sohn lässt die Hand aus und sie werden irgendwie vom Laufen da, der Mann hat es geschafft bis in den Wald. Er sieht aber, wo ist jetzt mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Avraimele, wo ist der Avraimele? Er sieht, plötzlich kommt einer, sagt ihm, du suchst deinen Sohn Avraimele. Ich habe gesehen, er ist dort umgefallen. Schnell, lauf weg, bleib nicht hier. Und er war ganz enttäuscht. Lieber Gott, wieso? Die letzte Hoffnung, wieso hast du meinen Sohn jetzt umgebracht? Er hat gesagt, seit dem Zeitpunkt, das erzählt jetzt dieser Mann dem Rabbiner, seit dem Zeitpunkt, ich habe gesehen, dass Gott, er war böse mir gegenüber. Er war böse gegen mir und deswegen, ich mache jetzt alles mit Absicht gegen ihn. Nun, mit solchen Menschen zu diskutieren, er redet nicht mit dem Verstand, sondern mit seinen Gefühlen. Da, egal was du ihm sagst jetzt, das war Schicksal, es sollte so passieren, sagt er nun, Gott soll dir helfen. Nun, die steigen nach aus, jeder geht seinen Weg, die Zeit vergeht. Und nach einigen Jahren, dieser Rabbiner geht zu Yom Kippur, den Versöhnungstag, der heilige Tag. Er geht an dem heiligen Tag, geht er in den Tempel, in die Synagoge. Auf dem Weg sieht er plötzlich jemanden in Yom Kippur mit Kopfhörer, Zigaretten, neben der Knesset, neben dem Tempel, raucht, bringt solche Ringe raus,
Er sieht ihn und erkennt ihn. Ey, das ist der Mann. Der Mann, der mit mir im Flugzeug gesessen ist. Und sagt, wenn nicht an diesem Tag, an welchem Tag? Das ist doch der Versöhnungstag. Komm, ich werde ihm ansprechen. Er kommt zu ihm und sagt ihm, oh, mein lieber Freund, kennst du mich noch? Wir sind zusammen im Flugzeug. Ah, ja, ich kenne dich, ja. Sagt er, schau, heute ist Yom Kippur, der Versöhnungstag. Du hast mir deine Tragödie erzählt mit deinem Sohn. Aber zumindest, du kannst etwas Gutes für deinen Sohn machen, jetzt in die Synagoge kommen. Und bei der Aufrufung der Torah, kannst du zumindest für seinen Namen beten, für seine Seele. Kannst du eine Aschkawa machen. Komm in die Synagoge, wenn du willst. Er hat den Rabbiner so angeschaut, sagt ihm, weißt du was, okay, ich komme rein. Er schmeißt die Zigarette runter und geht in die Synagoge. In der Synagoge, Leute werden in die Tora aufgerufen und der Rabbiner sagt, okay, geh du auch rauf. Der Chazan liest von der Tora, der Vorbeter liest von der Tora. Nachdem er fertig gelesen hat, sagt er, Mische Berach Avotenu. Und sagt er dann, der Rabbiner sagt, Moment, er sagt dem Chazan jetzt, den Vorbeter, Moment, der Rabbiner sagt ihm, Moment, stopp. Lies bitte für seinen Sohn, der im Holocaust verstorben ist, lies für ihn einen Segensspruch. Ja, wie ist der Name? Der Chazan, der Vorbeter, war mit einem Talit umhüllt. Er hat niemanden gesehen. Und er sagt ihm, Avremele ben Falonche. Der Vorbeter deckt seine Talit auf, schaut ihn an, sagt ihm, Vater, er schaut ihn an, das war Vremele, sein Sohn. Er hat überlebt. Beide haben begonnen zu weinen, die Tränen sind geflossen, haben sich umarmt und sind wieder miteinander gekommen. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, eine Geschichte, die uns auch sehr, sehr vieles zeigt, dass auch wenn wir manchmal Sachen sehen und hören, wir müssen wissen, Gott hat seine Pläne. Gott hat seine Pläne, hat seinen Weg. Gott hat extra diesen Rabbiner neben ihm sitzen lassen im Flugzeug. Er hat ihn extra angesprochen, damit eines Tages er in diese Synagoge nachher reinkommt und damit er nachher dort seinen verlorenen Sohn findet.